Hallo, liebe Freunde der Elektromobilität und natürlich auch liebe BMW 3-Freunde. Ich habe ja momentan den Audi e-tron zu Gast, den ich ja im Rahmen meiner What is Next, welches wird unser nächstes Auto, / Familienauto, / Dienstwagen, und teste ihn auf Herz und Nieren. Ich habe ja ein paar Rahmenbedingungen, unter anderem eben Platz für 4 Personen plus Gepäck, Allrad und eben auch eine Anhängerkupplung. Und wie könnte man eine Anhängerkupplung besser testen, als wenn man etwas anhängt? Wir haben, das zeige ich euch mal, vielleicht sieht man es auch schon so ein bisschen im Hintergrund, wir haben einen Campinganhänger. Sieht so aus. Ich zeige ihn euch auch mal eben von außen. So, mit diesem Campinganhänger wollen wir natürlich auch weiterhin Urlaub fahren. Heißt also, wir brauchen einen Allradler für nasse Wiese und so weiter. Und da wir auch gerne abseits befestigter Straßen fahren und campen, macht das natürlich absolut Sinn. Und jetzt testen wir mal hier den e-tron. A, wie er sich mit dem Anhänger dahinter verhält, aber auch B, punkto Verbrauch etc. Wir haben jetzt 317 Kilometer bei 100% Batterie. Ich habe alles jetzt mal auf 0 gestellt, sprich der Kurzzeitspeicher ist genullt. Dementsprechend haben wir jetzt hier gleich reelle Werte, die bestehen werden aus einem Mix aus, sage ich mal, Autobahn, Landstraße und ein bisschen über die Käfer. Also jetzt nicht direkter Hamburger Innenstadtverkehr, aber normaler Stadtverkehr, sage ich mal. Und da bin ich sehr gespannt, was draus wird. Ich hoffe mal, das wird reibungslos klappen. Was nicht, ja, wo ich mir wirklich Sorgen mache, wo ich einfach auch nicht so richtig mit klarkomme, sind eben diese virtuellen Außenspiegel. Die, also da habe ich einfach kein Gefühl für, wo tatsächlich das Auto anfängt und wo es aufhört. Ich habe da schon so viel dran rumexperimentiert und eingestellt, aber so richtig. Aber so richtig will sich das bei mir nicht so durchsetzen. Ja? Also da komme ich irgendwie nicht so richtig mit klar. Aber nutzt ja nichts. Wir probieren das jetzt aus, wie es kommt. Und deswegen fahren wir jetzt auch los. Ich nehme euch mit und bin gespannt, wie meine und auch noch eure Eindrücke sein werden. Und sag mal, viel Spaß. Bis gleich.
Los geht's. Das heißt, es wird erstmal hier vom Hof zu kommen, weil mit diesen Außenspiegeln, ja, weiß ich nicht wirklich. Also, ob ich mich und wie ich mich darauf verlassen kann. So, alles klar. Bremst auf jeden Fall. Hier ist 30, Freunde. Soll ich sagen, ein bisschen merkt man den Anhänger, aber nur ganz wenig. Beim Ziehen merkt man schon, dass der so ein bisschen hinten dran hängt, aber jetzt nicht irgendwie, dass es störend ist oder dass man glaubt, der wird es nicht schaffen. Bin ja mal sehr auf die Verbrauchsentwicklung gespannt. Muss ich auch mal wieder an die Geschwindigkeit gewöhnen, dass man eben nicht so schnell fahren darf mit einem Anhänger. Vielleicht ganz kurz was zu den Wetterbedingungen. Wir haben nasse Straße oder abtrocknende Straße. Es hat also den ganzen Tag, die ganze Nacht geregnet. Wir haben 14,5 Grad und ja, immer mal wieder einen kleinen Schauer. Windmäßig ist es... Hallo Regensensor, du kannst jetzt hier mitmachen. Windmäßig ist es... Okay, es ist also nicht wirklich windig, man kann das jetzt nicht wirklich messen. Ich habe gerade noch mal in der Windfinder-App geguckt, da ist es eher so 7 km/h, das ist also fast zu vernachlässigen. Das wird spannend, wenn es gleich auf die Autobahn geht. Also wir sind jetzt nach 12,3 Kilometern Fahrt haben wir schon 26 Kilometer Reichweite eingebüßt, also quasi mehr als das Doppelte, was prognostiziert war, und liegen jetzt aktuell bei 38,6 weniger werdend Kilowattstundenverbrauch. Liegt natürlich daran, und das ist nachvollziehbar, dass er nicht nur sich schweres Audi-Auto, sondern auch noch den 1,3-Tonnen-Anhänger, der jetzt wahrscheinlich, schätze ich mal, 700, 800 Kilo wiegt, weil er ja nicht ganz beladen ist. Also unsere Camping-Utensilien fehlen ja quasi, was nochmal ein paar hundert Kilo wahrscheinlich ausmacht. Das hat er also alles nicht an Bord. Also er zieht jetzt sich und eben diese 800 Kilo, denke ich mal. Aber dieses ständige Anhalten und wieder Gas geben ist natürlich das, was den Elektroautos auch, glaube ich, mehr Kraft kostet, als es durchs Rekuperieren einbringt. Gerade je schwerer die Autos werden, ohne jetzt Physiker oder Mathematiker zu sein, gehe ich mal davon aus, dass einfach die Energie, die dafür aufgewandt werden muss, ein Auto aus dem Stillstand mit dem Gewicht in Wallung zu bringen, doch deutlich aufwendiger ist, als wenn es auf Null rekuperieren würde, von entsprechender Geschwindigkeit. Dementsprechend sind dann diese
horrenden Anfangsverbräuche jetzt nicht verwunderlich. Also der Zähler begann bei 99,9 Kilowattstunden. Und das ist sicherlich, das hat sich ja relativ schnell runtergeregelt. Aber man muss dann eben auch sinnig Gas geben oder Strom geben in dem Fall, um wirklich auch vorausschauend zu fahren. Das macht dieses Auto zusätzlich auch. Also er bremst selbstständig vor Kurven, nimmt der Strom weg. Und auch wenn eine Kreuzung kommt, nimmt der Strom weg. Also da ist schon viel Effizienz mit im Spiel, wo das Auto mitdenkt oder mithandelt. Und das finde ich natürlich super. Ich wage es auch keine Prognose abzugeben. Also wie gesagt, der Wagen braucht so schon im normalen Fahrbetrieb um und bei 28 Kilowattstunden auf der Autobahn bis 130, manchmal 140. Jetzt auf der Autobahn, wenn ich überlege, der Anhänger darf 100, dann sollten wir auch 100 fahren. Schätze ich mal, dass wir irgendwo bei Mitte 40 landen. Unter 40 wäre gut, fände ich gut. Weil wie gesagt, mit der hierin verbauten Batterie, jetzt hat er das, jetzt ist hier 60, also verringert er automatisch die Geschwindigkeit. Also mit der Batterie, die hier verbaut ist, sollten 200, besser 250 Kilometer Trips schon möglich sein. Sonst wird das, glaube ich, zu kompliziert, wenn man alle 150 Kilometer für einen Zeitraum laden muss. Also man lädt dann quasi länger, als man fährt. Und das ist natürlich Urlaub hin oder her dann doch ein bisschen hinderlich. So, jetzt sind wir auf der Autobahn. Ich nehme jetzt mal 100 km/h an. Es ist unglaublich ruhig bei 100 km/h. Also ich bin echt schwer begeistert. Das Einzige, was man hört, sind tatsächlich die Reifenabrollgeräusche. Und natürlich die Autos, die einen überholen. Aber ansonsten ist hier wirklich unglaublich leise. Wagen schaukelt nicht. Bin jetzt hier im Effizienzmodus. Also wirklich top. Verbrauch bewegt sich gerade weiter runter Richtung 34 Kilowattstunden. Oh, es hat gerade der Spurhalteassistent eingegriffen und macht das jetzt nochmal. Ich erzwinge das jetzt nochmal. Ganz unmerklich hat er mich jetzt gerade wieder zurück in die Spur geschoben. Also wirklich ganz mit ganz wenig Eingriff und gar nicht ruckelig,
Das ist im Passat deutlich ruckliger, wobei der das schon sehr gut macht. Also das ist hier sehr, sehr, sehr komfortabel. Ja, das Gespann läuft echt super, super ruhig, total entspannt. Gibt zwar immer noch Autos, die einen dann immer noch überholen mit Anhänger, aber naja, vielleicht hat der eine andere, hat der andere 100 km/h als ich. Also man merkt den Anhänger gar nicht. Also ich sehe ihn zwar im Rückspiegel und in den virtuellen Außenspiegeln auch leicht. Das zeige ich euch mal eben. Hier sieht man also schön die Umrisse. Und hier auch da alles gut zu sehen. Das Problem ist bei den Außenspiegeln auch nicht die grundsätzliche Sichtbarkeit. Also sowohl im gleißenden Sonnenlicht als auch im Dunkeln sind die Bildschirme wirklich gut ablesbar. Aber es fehlt mir die Proportionen. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist einfach, dieses Virtuelle lässt mich die Abstände zum Auto einfach ganz schlecht einschätzen. Und das ist eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich mich daran gewöhnen kann, wenn ich jetzt mal die je nach Paket 1500 bis 1800 Euro Aufpreis schlucken würde. Aber das ist schon schwierig. Also gerade beim Rückwärtsfahren, ich bin mal gespannt, wie ich nachher wieder auf den Hof komme, wahrscheinlich vorwärts, ist das, glaube ich, schwierig. So, wir sind mittlerweile bei 33, jetzt auch nur noch 32,9 Kilowattstunden angekommen. Also die 100 km/h konstante Geschwindigkeit ohne ständiges Gas geben machen sich da bezahlt. Der Anhänger ist mehr oder weniger im Windschatten dabei. Ist jetzt zwar ein bisschen höher als das Auto, aber nicht viel. Also insofern scheint das grundsätzlich eine gute Kombination zu sein. Ich bin da also mit meinen 45 Kilowattstunden weit weg, zum Glück. Anders sieht es wahrscheinlich aus, wenn man wirklich so einen hohen Anhänger, also einen Aufbau mit Plan und Spiegel oder wie es heißt, bewegt, der dann doch einiges auch noch über das Fahrzeug ragt. Da kämpft man natürlich pur gegen die Physik. Aber das ist ja auch nicht unser Thema. Wir wollen ja maximal diesen Anhänger hier durch die Gegend fahren. Vielleicht noch mit ein paar hundert Kilo mehr Beladung. Das kann sich dann vielleicht noch mal ein bisschen auswirken. Aber ich denke mal, das werden nicht 5 oder 10 Kilowattstunden sein. Ja, und was hier natürlich noch dazu kommt, wir haben jetzt hier keine Berge. Also es geht zwar hier auch schon ein bisschen hoch und runter, also leichter Anstieg und dann wieder ein bisschen bergab. Aber das ist ja nicht Kasseler Berge, das ist ja nicht Tirol und so weiter. Das ist ja eben der Bereich, wo wir uns oft aufhalten. Und Richtung Skandinavien, sage ich mal, oder Richtung Mittelhessen soll das soweit machbar sein. Naja, wir sind ja noch nicht am Ende. Wir sind gerade mal 38 Kilometer gefahren. Mal schauen, was uns da noch unterwegs an Themen erwartet. Gerade verbrauchstechnisch ist das natürlich jetzt für mich hier die große Frage, hinter der natürlich auch steckt, macht so ein E-Auto überhaupt Sinn, als Anhängerfahrzeug zu nutzen? Ja, oder kann ich mir den Zauber mit Anhänger sparen und sage, okay, das ist überhaupt noch nicht so weit, weil die Batterie zu klein ist, beziehungsweise der Verbrauch des E-Motors zu groß, sodass einfach die Reichweite zu gering ist. Und dann müsste man eben umdisponieren bezüglich eines anderen Zugfahrzeugs. So, und dann gibt es aber auch nicht Gas. Jawohl.
Sehr gut. Dass ich hier nicht von meinem Tempo runter muss. Das ist natürlich auch gut, hier sind keine LKWs heute unterwegs, komischerweise, auf den Samstag. Und dass ich da auch nicht immer rein und raus muss. Und es ist eine dreispurige Autobahn, wo sich der Verkehr gut verteilt. Also insofern ist das natürlich sehr optimal heute. Aber trotzdem hätte ich jetzt mit dem Verbrauch so nicht gerechnet. So, ich glaube, bei 32,5 Kilowattstunden pendelt sich jetzt der Verbrauch ein. Wir haben 19 Grad eingestellt, weil es ist mit 15 Grad relativ warm draußen, das passt. Ungefähr wird auch noch ein Grad wärmer. Hier ist der Rasthof Brokenlande. Hier stehen vier Ionity Charger. Also ein guter Stop für Reisende Richtung Norden, die jenseits der 50 km/h, also 150 glaube ich, oder mehr laden können. Die können hier einkehren und ja, gibt auch noch eine Restauration dazu, also eine ganz normale Raststätte mit allem drum und dran und ja, empfehlenswert. Gerade mal geguckt von hinten, also beim Vorbeifahren konnte man es sehen, war kein einziges Auto da. Normalerweise steht da immer ein, zwei Skandinavier und machen nochmal ihre Tesla voll. Aber da scheinen auch jetzt alle Ferien vorbei zu sein. Entsprechend ist da auch, waren da gerade alle Ionity-Säulen auf grün und kein Auto davor. So, jetzt kommen wir mal hier. Jetzt kommen wir mal hier dran vorbei. Jetzt hätten wir uns da natürlich auch hinterhängen können, um da ein bisschen Strom zu sparen. Wir fahren jetzt hier von der A7 runter auf die Bundesstraße. Der Verbrauch ist momentan bei erfreulichen 32,1 Kilowattstunden. Also in der Tat doch noch gesunken. Thank you.
hat sich gerade das Auto gemeldet, gesagt, ich soll meine Aufmerksamkeit mehr auf den Verkehr richten. Das hat sich wie folgt ergeben, und zwar hat sich hinter mir aufgrund meiner paar 80 km/h hier eine recht ansehnliche Schlange von Autos ergeben, und der ein oder andere traut sich nicht zu überholen, also versuche ich so weit wie möglich rechts zu fahren an die durchgezogene Linie, damit die Leute ein bisschen Mut haben zu überholen, weil hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten zu überholen. Und das hat das Auto wohl so ein bisschen als, naja, pass mal ein bisschen auf oder konzentriere dich mal ein bisschen mehr, verstanden und mir eine Rückmeldung gegeben. Nochmal. So, also er scheint wohl der Meinung zu sein, zu viel selber gegenlenken zu müssen. Ja, aber auf eine sehr dezente Art, nicht irgendwie mit lautem Gepiepe. Es ist im Passat in der Tat ein bisschen anders. Wobei das auch nicht schlecht ist, aber hier ist es eben sehr unaufgeregt mit einem angenehmen akustischen Signal und der Anzeige im Kombi-Instrument. So, jetzt wäre eigentlich wieder viel Platz. Das traut sich wieder keiner. Kann ich es auch nicht ändern. Also ich fahre hier nicht die ganze Zeit. Ja, ich weiß. So, jetzt wird es auch angezeigt. Bitte in der Spurmitte fahren. Das Auto hat erkannt, dass ich hier zu nah an der rechten durchgezogenen Linie des Seitenstreifens fahre und gibt mir da eben den Hinweis, das soll bitte zu ändern. Finde ich gut. Wir kommen gleich wieder auf das nächste Autobahnstück Richtung Süden. So, sind schon drauf, können also die Geschwindigkeit jetzt auf 100 erhöhen. So, hatten jetzt hier auf der Bundesstraße, bei natürlich auch wieder idealen Verhältnissen, also keine Überholmanöver und keine großartigen Steigungen, einen Durchschnittsverbrauch von 31,7. Und sind jetzt wieder auf der Autobahn, die ein bisschen hügeliger ist, A21 von Kiel Richtung Süden. Jetzt fahren wir zum Beispiel stark berghoch, gleich wieder ein bisschen runter. Letzte Autobahnetappe, bevor es gleich noch über Land und Dörfer geht, um dann wieder zurück nach Hamburg zu kommen. So, hier geht es jetzt für uns gleich wieder runter. Auf die Bundesstraße zurück nach Hamburg. Wetter wird schlechter, fängt an zu regnen, so langsam dunkel. Hier stehen ganz viele Verbrenner und tanken, weil nämlich der Spritpreis heute gesunken ist. Also der Diesel kostet momentan 1,18. Ich habe letzte Woche vor meiner Dienstreise getankt für 1,36. Also das ist schon gut was los, spritpreismäßig. Also werden heute die Autos nochmal voll gemacht.
Eigentlich hat meine Wetter-App gesagt, dass es heute Nachmittag nicht regnen soll. Ja, jetzt haben wir hier Sonne, Wolken, Regen, nasse Straße, fehlt nur noch Wind. Und dann haben wir hier eigentlich so ganz komische Wetterkapriolen. Also eigentlich normal November, aber jetzt natürlich für einen Verbrauchstest, zumal der Wagen jetzt hier auf Winterreifen läuft. Jetzt nicht so ganz 100% aussagekräftig, aber ja, das soll ja jetzt auch keine Optimalbedingung sein. Dafür müssten wir sowieso dann im Sommer testen bei 25 Grad Außentemperatur. Wir haben weiterhin 13,5 Grad Außentemperatur, nasse Straße, ja, wenig bis kein Wind, aber im Regen. Und liegen aktuell beim Gesamtverbrauch dieses Trips mit Anhänger ca. 900 Kilo bei 31,4 Kilowattstunden. Gut ist, dass dann auch der Anhänger mal ein bisschen sauber wird. Der war jetzt die letzten Wochen doch etwas eingestaubt. Aber jetzt wird er nochmal schön sauber bzw. nass und dann können wir nachher nochmal reinigen und dann kann er langsam einwintern. Das Wetter ist natürlich so spannend, wie das jetzt aussieht mit diesem Licht durch die Wolken. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Kamera rumkommt, aber es ist nicht einfach zu fahren. Es ist also sehr anstrengend, weil es ja auch sehr viel spiegelt, alles sehr hell ist. Jetzt habe ich auch noch einen Krankenwagen hinter mir, der hier auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht ist. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Da kommt, glaube ich, noch einer. Immer so, dass ich ganz langsam fahre. Hinter mir ist kein Rettungswagen. Das ist das, was ich meine. Man sieht nichts, und weder hinten raus noch vorne raus. Der hätte natürlich auch ein bisschen früher sein Martinshorn anmachen können. Aber naja, hat ja alles geklappt. Ein bisschen zögerlich überholt. Normalerweise fahren die in Hamburg mit etwas mehr Elan. Und steht die ganze Zeit auf der Bremse oder hat die Lichter falsch rum angeklemmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es sehr irritierend. Also jetzt berghoch wird er schlecht bremsen. Beziehungsweise wahrscheinlich mit der Beleuchtung etwas nicht in Ordnung. Fährt auch ein bisschen komisch. Also hier ist ja nur 70 und er fährt jetzt 60. Ob der Bremse nicht, hat keinen Unterschied gemacht an der Beleuchtung. Das ist schon nicht gut. Letztlich orientiert man sich ja auch ein bisschen dran, ob jemand die Bremslichter anhat und langsamer wird oder nicht. Und wenn er dann die Bremslichter sowieso die ganze Zeit anhat und dann tatsächlich langsamer wird, ist das natürlich
Schwierig. Ja, ich wurde schon wieder ermahnt, dass ich zu weit rechts fahre. Dabei war ich nicht mehr andeutungsweise auf der Linie. Der hinter mir traut sich auch nicht, fährt jedes Mal mega dicht auf, lässt sich dann wieder 200 Meter zurückfallen, fährt dann wieder mega dicht auf. Also überholen kann ich nicht, Autofahren aber scheinbar auch nicht. Ist natürlich schwierig. Ich kann jetzt hier wegen denen nicht stehen bleiben, damit er endlich an mir vorbeikommt. Auf der anderen Seite verunsichert es mich auch total, weil er eben so komisch fährt. Jetzt hat er es endlich geschafft. So, wir sind jetzt kurz vorm Ziel. Sind bislang 115 Kilometer gefahren. Dieser Anhängerrunde nenne ich sie mal. Bestehend aus, ich würde sagen, 40% Autobahn, 40% Langstrecke, 20% Stadt, Dorf, wie auch immer. Mein Fazit. Ich habe befürchtet, dass die Kombination aus dem e-tron und unserem Campinganhänger, und den es ja letztlich grundsätzlich geht, im Anhängerbetrieb für unser nächstes Auto, würden sich hohe Verbrauchswerte ergeben. Und in der Tat ist jetzt der erzielte Verbrauchswert von 30,8 Kilowattstunden nicht wenig. Aber ich hätte mit deutlich mehr gerechnet. Also ich wäre auch mit 35 schon, zufrieden, aber das hätte ich akzeptiert. Aber jetzt diese 30,8 oder 30,9, wie es gerade sind, wenn jetzt einige Umstände doch recht gut waren, wenig Verkehr. Ich bin aber jetzt auch kein Windschatten gefahren, ich bin immer 100 gefahren oder knapp über 80 auf der Landstraße. Also ich bin jetzt nicht bewusst geschlichen oder habe versucht, verbrauchsoptimiert zu fahren. Fakt ist einfach, dass der e-tron so in dieser Konstellation, im Fahrmodus Efficiency, doch recht gut harmoniert mit unserem Anhänger. Der Anhänger ist natürlich jetzt auch, wie gesagt, kein hoher Aufbau und entsprechend ist auch die Windanfälligkeit nicht so hoch. Passt sicherlich alles gut zusammen. Also die V-Klasse braucht in diesem Modus, sage ich mal, also auf dieser Strecke ungefähr 8 Liter, nicht ganz. Ist auch sehr effizient. Hat natürlich auch selber eine ganz andere Stirnfläche, sodass der Anhänger da doch in weiten Teilen da in der Windschlüpfrigkeit mitfährt. Insofern, ich sag's mal so, der e-tron ist auf jeden Fall geeignet, unseren Anhänger zu fahren. Man merkt auch im Komfort keine Einbußen. Wenn mal ein paar Bodenwellen sind, merkt man, okay, da hinten zieht was dran, weil der natürlich eine andere Fahrt hat als das Auto, was ständig eben antreibt und hinten der Anhänger läuft eben nur mit. Also insofern ist das schon super. Keine Komforteinbußen, teilweise kaum merklich. Von den Abmessungen her ist der e-tron jetzt auch so groß geraten oder so breit geraten, dass auch der Anhänger nicht hinterm Auto verschwindet, aber man auch trotzdem eben noch sieht, was hinter dem Anhänger ist, also am Anhänger vorbeigucken kann. Das wird sicherlich mit den normalen Außenspiegeln nicht anders sein. Also auch die werden einen ausreichenden Blick nach hinten gewährleisten. Ja, insofern war der Test positiv. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Und ja, da kann ich schon mal sagen, so viel dazu.
freut mich natürlich, dass der e-tron da so gut abschneidet im Vergleich. Man muss sich überlegen, also die Strecke, die ich jetzt quasi als Nachtfahrt gefahren bin, da war er nur ein paar Kilowattstunden besser, wobei ich da natürlich auch manchmal 130, manchmal 140 gefahren bin. Also sieht man da schon, dass eine höhere Geschwindigkeit und damit auch eine höhere Windanfälligkeit ist natürlich Gift für jedes Elektroauto. Das ist nicht nur beim e-tron der Fall. Also je langsamer man fährt und je optimierter man auch tatsächlich unterwegs ist, umso besser ist das Ganze. Man muss keine Angst haben, hier keine Reichweite zu haben. Ich gucke jetzt mal, wir haben jetzt noch 171 Kilometer Reichweite, wenn wir so weiterfahren würden, und sind gefahren 118, dann also 296 Kilometer in Summe. Wie kann das denn sein? Naja. Also das ist schon ziemlich gut, weil eigentlich sollte der Wagen ja grundsätzlich 318 Kilometer Reichweite haben. Das heißt, wir haben jetzt im Anhängerbetrieb gegenüber der Prognose bei Fahrtbeginn ohne Anhänger gerade mal 22 Kilometer Reichweite eingebüßt. Und das ist natürlich schon gut. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. So viel dazu. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Anhängervideo, was heißt kurze, gefallen. Freue mich über eure Kommentare, natürlich auch über den ein oder anderen Daumen hoch. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Und wir sehen uns bald wieder auf meinem Kanal hier bei Frank von Generation E. Schaltet gerne wieder rein. Bis bald. Tschüss.